ich euch mitgebracht habe, ist ein Gruß von euren Kollegen und Kolleginnen aus dem Vivantes-Konzern. Es ist sogar ein Sinnbild für unsere Losung Zusammenstehen. Denn es ist eine Gemeinschaftsproduktion von Pflege Vivantes und VSG. Liebe Grüße an Anja und Andreas Hörert. Es wartet und hofft nun schon seit anderthalb Jahren in unseren Schubladen auf seine Freilassung. Jetzt muss es raus. Es fängt schon an zu stinken vor Verwesung. Selbstanzeige oder Patientenzieher. Ich liege auf Station im Zweibettzimmer und lausche meinem eigenen leisen Gewimmer. Kann nicht schlafen vor Sehnsucht nach einer Tablette, drum zerwühle ich heftig das Krankenhausbett. Suche die Klingel und finde sie auch total verheddert mitsamt Infusionsschlauch. Nach gefühlt 10 Minuten ist es geglückt und ich habe endlich den Knopf gedrückt. Ich lehne mich zurück, denn Rettung naht. Garantiert haben die eine Pille parat. Draußen scheppert's und ich bin überzeugt, dass gleich eine Schwester in mein Zimmer äugt. Minuten vergehen, doch es schaut niemand rein. Ist die Klingel kaputt? Das kann doch nicht sein. Ich drück nochmal drauf und sage mir, jetzt ist er lauter. Ich höre sie bis hier. Prompt meldet sich nun auch noch die Blase. Es fitzt da im Raum, ich finde nicht meine Vase. Nachbar hat Bauchweh und krümmt sich im Schweiße. Ich kann ihm nicht helfen, er liegt in der eigenen Scheiße. Bevor ich verzweifle, fliegt auf die Tür und der Satan persönlich steht vor mir. Bleich wie ein Laken, die Augen rot, in den Klauen zwei Keulen, die stinken nach Kot. Mit offenem Maul, aus dem riecht's nach Urin, werd ich vom Dämon angeschrien. Alles in Ordnung heißt das. So brüllt es mich an. Ich lang nach den Krücken und komme auch gut ran. Und während ich auszuholen beginne, da wird es hell und ich halte bestürzt inne. Schwester Walli steht vor mir. Um sie wird mir bang. In beiden Fäusten die eine Pfanne. Die Augen geschwollen und voller Tränen und eine Ente zwischen den Zähnen. Ein Essenstablett balanciert auf dem Kopf und um den Hals hängt ein Schlauch vom Tropf. Thermometer im Ohr und Telefon am Kinn. So starrt sie ängstlich und gehetzt zu mir hin. Ich erkläre meine Wünsche. Was bin ich froh? Sie antwortet, hihi. Und, das heißt, mach ich, ergänzt durch ein Oh. Und dabei verdreht sie die Augen so komisch. Die Ente fällt runter, der Rest auch, logisch. Ich springe aus der Kiste und fange sie auf. Ich fühle mich schuldig, verlasst euch drauf. Oh Gott, Schwester Walli, du seltenes Juwel. Was soll ich tun? Zur Hilfe, schnell! Überall öffnen sich nun die Türen. Patienten eilen herbei, manche auf allen Vieren. Gemeinsam helfen wir ihr auf die Beine. Sie lebt, Gott sei Dank, denke ich, während ich weine. Der Jubel schwappt nun durch die Hallen, doch ich bin ganz still und entferne mich von allen. Ihr Götter Vivantes, so höret mein Klagen, ich hätte beinahe eure letzte Schwester erschlagen.